Auf motatoes.de kann man Lebensmittel besonders günstig kaufen, denn das sind Lebensmittel, die vielleicht kleine Verpackungsfehler haben, es sind saisonale Produkte oder einfach Produkte, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum bald abläuft. Statt dieses perfekte Essen wegzuwerfen, kauft Motatoes die Produkte direkt bei den Herstellern und kann sie so günstig im eigenen Onlineshop anbieten. Bei vielen Produkten kann man sich auch ansehen, warum die überhaupt da sind. Zum Beispiel diese Onkel Bens Packung ist deswegen da, weil das Design überarbeitet wurde und deswegen alle schon produzierten Produkte im alten Design weggeworfen werden würden. Aber da Motatoes die Sachen lieber einkauft, bevor sie weggeworfen werden und dann im eigenen Shop weiterverkauft, können sie das so günstig anbieten. Hast du verstanden, Peter? Danke, Peter. Jetzt habe ich es auch verstanden. Und praktischerweise hat uns Motatoes auch noch so eine Box geschickt. Mit uns meine ich nicht allen Jungs, sondern nur Hanni und mir. Und da gucken wir jetzt rein. Da warten wir nämlich schon die ganze Zeit drauf. Hanni, komm gucken. Ach, hey. Okay, viele Getränke. Crunch Chips. Wow. Oh, Kaugummi, Brotchips, ein Deo, Special Pickups, praktischerweise, was ich immer trinke, Getränke gibt's da auch, Coca-Cola Zero Sugar, genauso wie Nudeln von Barilla und Tuck. Also, wir sind jetzt ausgestattet, ich sage euch, dann essen wir alles auf, früher oder später. Wie gut, dass das jetzt bei uns gelandet ist, statt in der Mülltonne. Ja, Motatoes handelt da nach dem Motto, if you love food, save it. 3, 2, 1, moin meine geilen Schnittchen, herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Folge von Pete's Meat kocht und schön, dass wir uns im neuen Jahr wiedersehen. Und bevor wir loslegen, eine kurze Info vorab. Wir werden ab jetzt dieser Folge die Schlagzahl von Pete's Meat kocht verringern von einmal die Woche auf einmal alle zwei Wochen. Ich hätte fast gesagt auf zweimal die Woche. Auf einmal alle zwei Wochen. Das wollen wir deswegen tun, damit wir ein bisschen mehr Zeit für die Pete's Meat kocht Videos haben. Die sind nämlich mit Abstand am aufwendigsten, auch für den Cut. Der braucht da teilweise zwei Tage für. Und wir wollen nicht, dass sich Pete's Meat kocht so ein bisschen weiterentwickelt in Richtung, wir machen einfach nur irgendein Abendessen-Rezept, sondern wir wollen eigentlich immer irgendeinen Twist haben. Zum Beispiel Gäste oder exotische Produkte. Und das braucht ein bisschen mehr Vorbereitungszeit und deswegen wollen wir uns ein bisschen die Zeit geben. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ich weiß, dass das von vielen von euch euer Lieblingsformat ist, aber ja gut, im Fernsehen gehen sie ja teilweise ganzen Sommer in Pause. So weit gehen wir nicht. Wir machen nur jetzt nicht mehr jede Woche, sondern alle zwei Wochen. Wir machen heute Ananas. Heute ist jetzt noch nicht der große, absolute exotische Kram, aber immerhin haben wir eine Ananas dabei. Und ich weiß nicht, wie viele von uns schon Ananases verarbeitet haben. Ananases? Ananas. Mehrere Ananas. Schatz, wie heißt es richtig? Keiner macht mir die Ananas. Keiner macht mir die Ananas. Und kochen wir. Eines meiner Lieblingsrezepte. Eine meiner Lieblingsgerichte in einem neuen Rezept. Ich bin nämlich immer auf der Suche nach einem sehr, sehr geilen Rezept zu Kassler. Wir machen heute den saftigen Kassler mit Ananaskraut. Lassen wir uns heute mal überraschen und ich würde sagen, heute stellt mal Jay die Zutaten vor. Weil von dem ist das Rezept ausgesucht. Zutatentechnisch für 4 Portionen. Wir brauchen 2 Kilogramm Kassler am Stück für 4 Portionen. Ich habe einen Kilo Kassler genommen. Ganz besonders wichtig, es gibt ja 2 Arten von Kassler. Einmal gibt es Kassler, glaube ich, aus dem Nacken. Das ist schön durchzogen. Und es gibt diesen Kassler, der eher so dröge ist. Immer den holen. Dann brauchen wir 2 Esslöffel Honig, ja, später inklusive 2 Esslöffel Senf. Wunderschön, Zwiebeln, eine Ananas. Dann brauchen wir 1 Esslöffel Griebenschmalz. Da habe ich tatsächlich, ich habe einfach Butterschmalz. Dann brauchen wir 50 Gramm Speckwürfel, 810 Gramm Sauerkraut, habe ich gefragt, wie komme ich an 810 Gramm Sauerkraut, bis es mir aufgefallen ist. Es gibt tatsächlich komplette Dosen, die genau 810 Gramm Sauerkraut haben. Fleischbrühe, Wacholderbeeren, Lorbeerblätter, dann brauchen wir einen Bund Petersilie, habe ich noch im Tiefkühler, Öl und Salz. Als erstes müssen wir den Backofen auf 150 Grad heizen, die Gussform einölen, bereitstellen und Pfanne auf dem Herd platzieren, Mensch. So, also eine Gussform haben wir nicht, damit kann ich jetzt nicht ziehen, aber wir haben so einen geilen Bräter. Aus einer Gusseisenform, hat auch schon technische Fehler von Jay hinter sich. Ich habe diese wunderschöne Gusseisenform das erste Mal benutzt und habe sie dann über Nacht einweichen lassen. Danach war sie komplett zugerostet. Mittlerweile geht es aber, schmeckt der Wein. Aber wir müssen jetzt eigentlich erstmal die Ananas von der Schale befreien, den Strunk herausschneiden und das Fruchtfleisch in ca. 1 cm große Würfel schneiden. Gut, dass ich schon mal einen Ananas
Schneidtutorial auf Instagram gemacht habe vor 2 Jahren oder so. Ich habe tatsächlich so einen geilen Ananasschneider. Ne, das ist eigentlich voll geil, das Ding. Aber ich will das jetzt mal ohne probieren. Als allererstes haut man einfach den Kopf ab. Einmal den Kopf abhacken. Und dann würde ich sagen, schneiden wir da Scheiben von ab. Da wird schon ein bisschen mehr weggeschnitten, aber lieber zu viel weggeschnitten, als nachher so einen halben Baum im Mund. Das macht nämlich gar keinen Spaß, Leute. So, und jetzt haben wir bei der Ananas da diesen fiesen Strunk. Wir machen erstmal 1 cm, also Würfelscheiben. Boah, ich habe jetzt schon Hunger. Oh ja, hier vorne am Deckel, da bleibt was Ungerades übrig. Guck mal, das kann man nicht mehr verwerten. Oh shit, zum Beispiel hat einen groben Fehler gemacht. Kacke. Ich weiß, was ich in meinem Tutorial vergessen habe. Da ist ein Strunk. Der ist viel zu hart. Den kann man gar nicht essen. Mega. Das sieht alles nach gutem Fleisch aus. Gibt dann halt auch die Punkte, wo man dann durch ist, ne? Hm, kann man ein bisschen Maiskolben essen. Das sind die schönsten Geräusche deines Lebens, Martin, oder? Hm? Da wollte ich voll flexen hier mit Knowledge. Aber ich hab voll reingepackt. Das ist mein Töpfchen Ananas geworden. Jetzt müssen wir die Zwiebeln schälen und in Streifen schneiden, Grieben schmalzen, in der Pfanne zerlassen, Zwiebeln, Speck und Ananas anbraten, danach alles in die Gussform geben. Easy. Mein Zwiebelgerät ist leider immer noch kaputt. Ich habe jetzt auch, ehrlich gesagt, habe ich das Vertrauen verloren in diesem Zwiebelgerät, weil das bei mir kaputt gegangen ist. Nach relativ schneller Zeit. Das war wirklich sehr, sehr trauriger Moment. Also Zwiebeln in Streifen schneiden finde ich interessant. Also ich würde den jetzt einfach in den Zwiebelhäcksler ballern und dann ist es gut, oder? Ich weiß gar nicht, ob mein Zwiebelschneider damit klarkommt mit so einem Mördergerät. Shit. Oh, das ist wirklich nicht so nice. Das geht nicht. Der Zwiebelschneider hat versagt. Ja gut, dann machen wir Zwiebelstreifen, schneiden wir hier schön. Gar kein Thema. Oh, doch ein Thema. Oh, ich weiß, warum ich das A nie mache und B ein Thema ist. Aber was ist das für eine Mörderzwiebel, ey? Streifen schneiden haben wir. Jetzt brauchen wir die Pfanne. Wir gehen an den Herd. Wie gesagt, nehmen wir den Butterschmalz da rein. Mit Griebenschmalz ist das wahrscheinlich geiler, aber das geht halt leider nicht. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr leckeres Essen. Let's go, Zwiebeln. Let's go. Oh ja, wir sind auf jeden Fall schon auf Temperatur. So, jetzt kommt das alles hier in die Pfanne. Also das sieht jetzt schon pervers aus, ne? Kassler Hawaii. Anbraten den Spaß. Das ist hier die Wein-Brühe-Mischung. Okay, das ist nicht lecker. So, das heißt, wir können ja, oh, wir haben ja Wein heute. 100 Milliliter Weißwein. Da sind ja 250 drin. Erstmal hier 100 Milliliter abfüllen und dann auf Nina, ne? Und auf die Schwiegereltern. Und auf mich. Und auf Julius. Und auf Sammy. Boah, und jetzt ist gut. Boah, da hast du ja für eine billige Plörre geholt. Okay, Röstaromen haben wir jetzt. Dann würde ich sagen, ist das jetzt fertig. Ich bin gespannt, wie das alles da, ob das da alles reinpasst. Vor allem ist der Kassler eigentlich nicht passend. Was tropft denn da immer? Weißwein, Sauerkraut, Brühe, Gewürze. Kommen auch noch rein. Lorbeerblätter, Pfefferkörner, Petersilie. Oh, das Bund Petersilie kommt jetzt auch schon direkt mit rein. Okay, nice ein Stein. Alles verrühren und den Topf mit geschlossenem Deckel in den Ofen. Alter, ist das viel Sauerkraut. Dann kommt das Deckelchen drauf und wird in den Ofen geschoben. Dann kommst du einfach jetzt kurz, bis ich den Kassler angebraten habe, da rein. Das heißt, wir ballern jetzt hier nochmal auf High-Premium-Stufe. Also diese geilen Ölspender hier, möchte ich nur mal ganz kurz sagen. Schon mega cool. Und jetzt kommst du da rein. Okay, wie viel Aufnahme hat jetzt gefehlt? Wieso habe ich nicht aufgenommen? Okay, also, das Sauerkraut, Speck, die Gewürze, alles ist jetzt fertig angebraten, vermischt, im Topf. Und jetzt kommt der Deckel drauf. Und das Ganze kommt in den Ofen. Ah. Wenn wir jetzt oben drüber schön am Stück den Kassler anbraten. Das sind ja Dinger. Also das sind schon ein paar schicke Scheiben. So, den müssen wir jetzt einmal anbraten. Das heißt einfach nur Brati Brati und dann ist Marti Smarti. Das ist ja immer die Frage, ab wann das scharf angebraten ist, sowas, ne? Was ich cool finde an dem Rezept ist, dass der Kassler am Stück gegart wird. Ich kann mir aber gut vorstellen, bei dem ganzen Speck und dem Griebenschmalz und dem Kassler, dass das Essen nachher ganz schön nach Schwein schmecken wird.
schön scharf anbraten, den Spaß hier. Schön scharf anbraten. Schöne Krusten dran. Nun nehmen wir den Kassler und platzieren ihn hier drauf. Deckel drauf. So, haben wir jetzt mal genug angebraten, ne? Ja. Haben wir genug angebraten? So, wie kriege ich das da rein platziert? Weil so passt das nicht. Da muss ich aber schaufeln. Irgendwie hält das. Irgendwie muss das halten. Ich würde mal sagen, das ist scharf angebraten, oder? Oh, shitty McTitty. Okay. Ich habe ein Problem. Das komplette Ding hier rechts, wo eigentlich alles gehalten wird, ist rausgesprungen. Kein Thema. Eins nach dem anderen, Peter. Hier geht nichts kaputt. So, ich habe sie wieder eingehangen. Hanni meinte gerade, es könnte an ihr gelegen haben. Hanni hat den Ofen geputzt. Vielleicht war das deswegen lose. Guck mal, wie geil der angebraten ist. Oh, der sieht schon awesome aus. So, das schön alles, was da rausläuft, läuft ins Sauerkraut. Deckel drauf. Und wieder rein in den Ofen, in der Hoffnung, dass alles gut geht. Wir sind jetzt durch mit den anderthalb Stunden und jetzt steht hier, Gussform aus dem Ofen nehmen, Honig und Senf miteinander vermengen und Kassler damit bestreichen. Dann kommt das Ganze nochmal in den Backofen. Da wird der Spaß damit eingeschmiert. Geil, ey, wie durch diesen Senf dieser Honig so richtig krass von dickflüssig zu vollflüssig wird. Senf war ja vorher auch viel dickflüssiger und wenn man beides mixt, wird's flüssig. Ja, irre, Freunde. Ich weiß, interessiert euch wahrscheinlich so gar nicht. Oder ihr denkt euch, boah, Peter, du Vollidiot, das ist doch jedem klar. Aber nein, Kochen ist ein ständiges Lernen, meine Freunde, genauso wie das Leben an sich. Ein ständiges Lernen. So, da jetzt schön großzügig. So, und jetzt kommt der Spaß. Nochmal für 20 Minuten in den Ofen, aber ohne Deckel. Ich wende den jetzt. Oh, der ist schon gut zart, ey. Da muss man zumindest mal lassen. Das ist schon gut gemacht. Okidoki. Okidoki? Auch interessant. Okidoki, wollte ich sagen. Zeit, einen Blick reinzuwerfen. So sieht das fertige Essen dann aus. Das hat sich hier richtig schön nochmal rangekrustet. Wollen wir mal probieren. Ich finde, es sieht sehr gut aus. Das ist das einzige Stück Fleisch, was es gibt heute. Außer wir essen das für morgen auch weg. Ich glaube, ich will mehr als ein Stück Fleisch essen. Weiß ich nicht, sagst du lieber. So ist es jetzt geworden. Wir haben uns für Kartoffelpüree entschieden als Beilage. Und ja, probieren wir mal. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt wird. Sauerkraut und Kassler. Erstmal ein Scheibchen Sauerkraut. Das ist jetzt Kassler mit Ananas. Leider ist mir die Scheibe kaputt gegangen dabei. Mmh. Sehr heiß. Sehr lecker. Erinnert mich total an Hausmannskost. Probier mal einfach so. Das schmeckt sehr gut. Das wird dir sehr gut schmecken, Schatz. Kartoffeln, Sauerkraut, Kassler. Oh. Schmeckt. Erstmal auf und dann gibt es die Bewertung. Na, Kartoffelpüree ist außerhalb der Wertung. Aber ist ja sehr lecker geworden, ne? Das hast du gemacht. Schmeckt ein bisschen eigenartig, weil die Ananas nicht mehr so nach Ananas schmeckt. Man speckt den Speck halt übelst raus. Beziehungsweise wahrscheinlich auch vom Kassler. Also viel von Ananas ist da nicht mehr zu finden. Schmeckt halt wie Kassler, ne? Aber schmeckt halt wie Kassler. Ist halt ganz lecker. Und mit der Honig-Senf-Soße auch ganz lecker, aber könnte, glaube ich, mehr sein, um das mehr abzuholen. Das mit der Ananas ist interessant. Ja, kann man wohl machen. Schmeckt jetzt, glaube ich, wie Pizza Hawaii. Habe ich aber nie gegessen. Ja, das ist lecker. Das Außenstück jetzt. Wow. Boah. Das ist eine Wucht. Mal so ein Innenstück probieren. Lecker. Das ist wirklich lecker. Geiles Rezept. Komm von mir straight eine 8,5. Finde ich saulecker. Finde ich wirklich gut. Aber Kassler ist auch eins meiner Lieblingsfleischarten. Also damit kriegst du mich eh. Aber auch dieser Sauerkraut-Ananas-Gedöns. Ist eigentlich schnell gemacht vom Arbeitsaufwand her. Ist nur lange Wartezeit. Ah ja, stimmt. Petersilie sollte da noch drüber. Ob Petersilie nochmal was ändert. Sehr gutes Essen. Ich bleib bei der 8,5. Alles aufgegessen, also die Hälfte. Die andere Hälfte essen wir morgen. Aber war sehr lecker, muss ich sagen. Da hat natürlich gedauert, aber ist mal ein bisschen was anderes mit dem Honigsenf noch darüber und so. Ich sehe jetzt natürlich auch nicht der große Fancy Pants Shit. Ich gebe 8 von 10 Punkten. Das ist schon sehr gut und es hat mir sehr gefallen. Ich glaube, ich würde da so an Punkten vergeben. 6 Punkte für so Geschmack, aber ich glaube, durch die Ananas können wir da 6,5 Punkte draus machen. Haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber ist auch nicht so mein Lieblingsgericht. Also da werde ich jetzt einige Tage von Essen, um genau zu sein, heute Morgen. Boah, was gebe ich dafür? Holy shit. Also Kassler schmeckt mir wirklich hervorragend. Das Sauerkraut ist okay. Ich würde sagen, ich gebe dem Ganzen eine 9,0, weil ich mir noch mit dem Sauerkraut nicht sicher bin. Der Kassler ist wirklich geil. Der ist wirklich, wirklich gut.
Schmeckt super lecker. Beim Sauerkraut bin ich mir halt noch nicht so sicher, deswegen ein paar Punkte Abzug. Es wäre keine 10-0 gewesen, es wäre eine 9-5 gewesen. Jetzt ist es eine 9-0. Bin sehr gespannt, wie die anderen das Rezept fanden und wie die es hingekriegt haben. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Ne, Bram sagt bestimmt noch was. Aber nicht vergessen, nächste Pilz mit Kocht-Folge erst in 2 Wochen. Nicht vergessen. Wenn ihr Spaß habt, lasst auf jeden Fall jetzt ein Like da. Schreibt in die Kommentare, wie euer Essen geworden ist. Ich habe auch einen Ticken mehr Soße gemacht. Soße, Entschuldigung. Wir haben in der Zeit so oft Soße, whatever. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie euer Essen geworden ist. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder, entweder hier auf Pilz mit TV und jetzt ran an die Ananas. Habt viel Spaß, habt einen wunderschönen Donnerstagabend und ich wünsche euch ein baldiges, schönes Wochenende. Bis dann, haut rein und tschüss.